So, okay. Sagt mal alle Hi YouTube. Damit die Leute sich nicht so mega einsam fühlen, sondern wissen, dass Leute da sind, die an sie denken. Wir müssen nach hier, oder? Ich finde das so irritierend, wie du da draußen noch in so eine Schlucht reinläufst und dann plötzlich einfach in so einem Gemäuer bist irgendwie. Kann ich die Story ein bisschen zusammenfassen? I got this. Wir spielen ihn. Das hier ist Val. Und Val ist zusammen mit seiner Freundin, ich habe ihren Namen vergessen, Hina, auserwählt worden, um dem Mana-Baum Hinas Seele zu bringen. Sie ist die Auserwählte des Feuers und er ist der Seelenwächter und passt auf, dass ihr nichts passiert. Und zusammen, wie gesagt, müssen die jetzt zum Mana-Baum und Hinas Seele opfern, damit ihr Dorf weiterhin mit Mana beschenkt wird und die Welt nicht untergeht. Und auf unserer Reise haben wir Karina getroffen, das ist die mit den roten Haaren. Sie ist die Geweihte des Windes und jetzt die andere, deren Namen ich vergessen habe. Das ist die Geweihte des Wassers und wir haben noch den Geweihten des Mondes gefunden. Und zusammen sind wir jetzt, wie gesagt, auf dem Weg zum Mana-Baum, um die alle zu opfern, damit ihre ganzen Dörfer halt weiterhin Mana bekommen und halt nicht untergehen. Aber wir haben im Prolog ja diesen einen Dude und seine Freundin gespielt, die Geweihte der Erde war. Und die sind ja abgehauen und die meinten so, nee, wir machen das nicht, das ist voll dumm. Und als wir ihn getroffen haben, hat er ihnen erzählt, man muss die vielleicht gar nicht opfern, damit das Mana bestehen bleibt, denn es gibt das Mana-Schwert und das ist ein bisschen cool. Und jetzt sind die alle so, ist es denn wirklich nötig, dass wir die alle opfern? Schauen wir mal. Zunächst machen wir erstmal mit unserer Reise weiter, aber ich warte nur darauf, dass wir zu einem Punkt kommen, wo es dann tatsächlich sich herausstellt, oh, wir müssen die doch nicht opfern. Ich glaube, das ist quasi die Story bisher. Ach nee, gerade ist eine Side-Story, weil sie ist die Königin von der Hauptstadt des Landes. Und das ist halt ein bisschen Shit, weil jetzt die Königin geopfert wird. Und es gibt so ein bisschen politische Intrige, weil irgend so ein anderer Typ, der nicht an die Macht kommen soll, darin die Möglichkeit sieht, an die Macht zu kommen. Und sie hat einen Bruder, aber der ist noch zu klein, um zu regieren. Also möchte sie, dass so ein Typ ihn unterstützt, aber der wurde jetzt ins Gefängnis geworfen. Und wir müssen versuchen, herauszufinden, dass er unschuldig ist und Beweise finden, dass er unschuldig ist. Und deswegen sind wir jetzt in diesem Gemäuer hier, weil es angeblich hier Beweise gibt, dass er unschuldig ist. Ich glaube, das fasst es zusammen. Oh, die sind alle voll geil darauf, sich zu opfern. Das ist nicht das Problem. Die sind alle richtig scharf. So, die sind alle so, yes, ich wurde auserwählt und kann meine Seele opfern und mein Dorf retten. Und das ist eine total krasse Ehre. So, es ist nicht so, dass sie nicht wollen. Die haben richtig Bock darauf. Fuck, jetzt war hier gerade irgend so eine Anzeige. Die war, glaube ich, wichtig. Aber ich habe sie, da unten. Wahrscheinlich muss ich das hier einfach aktivieren. Ah, genau. Es ist tatsächlich ein bisschen wie Final Fantasy X in der Hinsicht. Oh, sick, warte. Hier ist einfach. Take this!
Ich habe noch ein Katzenhaar im Auge, das ist ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, da kommen wir durch. Oh mein Gott, das ist ein Schwarzmagier! Ah, oh mein Gott, wie cool! Oh wow! Ich bin erstaunt, dass mein PC noch nicht ausgegangen ist, weil die letzten Tage hat er die ganze Zeit Stress gemacht und wollte einfach nicht. Aber cool so. Finde ich gut. Karina. May I inquire as to the name of your curious companion? She's called Ramco, and she's my best friend. She even wanted to come with me on the pilgrimage after I was named the Elm of Wind. How honorable. It is lovely to make your acquaintance, Ramco. Looks like I'm in luck, huh? Oh, great. A dead end. There's something weird about this water bubble. Weirder than the obvious, I mean. Perhaps the problems with the water supply pertain to this puzzle. What now? The device could yet be a deceptive decoy. You're not wrong. Let's keep an eye out on the way. Stay sharp. Ich kann es halt echt nicht empfehlen, sich eine Katze zu holen, wenn man keinen Bock hat, ständig Fell im Auge zu haben. Meine Güte. Aber er ist so süß. Wie soll ich denn bitte mit meinem Tag vorfahren, wenn mein Kater neben mir liegt und einfach so fett und fluffy und flauschig ist? Und ich mein Gesicht nicht in sein Fell drücke. Wie soll das bitte funktionieren? Ugh. Damn, ich hab vergessen, dass das so ein Hype-Kram ist. Der klingt wie Sora, weil Sora einfach wie jeder JRPG-Protagonist klingt. Junge, wie viele Gegner kommen denn hier? Oh mein Gott. You're mine.
So, warte, ich will mal ihren Limit-Kram sehen. God damn, okay. Slay einfach. Remind me to take the stairs next time. Strange that such a surge of opponents might occur in this space. That's one way to keep a secret. Make sure no one can reach your lair without defeating a horde of monsters. Morley's right. There's something up ahead that no one wants us to find. Let's go. More monsters may have been alerted to our maneuvers after that melee. We were quiet enough to go unnoticed. Probably. We are in the clear, it seems. For now, just be careful. I feel the spirit's favor. Das mit dem Sommerarbeiten, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Literally same, so. Aber ich habe morgen Urlaub, oh mein Gott. Ich werde nur am Strand liegen und einfach nichts tun. Ich werde literally einfach nur existieren, so. Und das war's. Ich werde nichts anderes machen. Warte mal. Sie hat gar nicht das Wasserding ausgerüstet, oder? Oh, funny. Was passiert hier denn dann? Es geht nach Spanien. In so ein kleines Dorf in die Nähe von Barcelona. Da waren wir letztes Jahr schon und das war voll cool. Ich habe das sehr genossen. Well, fucking slay, bitch. Oh mein Gott. Hau raus! I'm very much into this, was hier gerade passiert. Voll cool. H-O-T-T-O-G-O. Da 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 da. Okay, sie ist auf jeden Fall eine Magierin. Das ist schon mal ganz gut. Das Problem ist bloß, ich habe keine Magie. Das ist fein. Jetzt habe ich Magie. Es ist nicht die coolste Magie, aber es ist immerhin Magie. May this cultivate our connection. My bond with the spirits burgeons. Ich glaube, ich kann das nicht lernen, oder? May this cultivate. Kann ich das doch lernen? Also, ich kann das lernen, aber kann ich es benutzen? Anscheinend schon. Okay, sick. Dann. My bond with the spirits virgins. My bond with the spirits virgins. Ich glaube, Blitz ist cooler als was auch immer da passiert. Wie ging das nochmal? Ah, genau das hier. Okay. Das ist crazy gut. Okay. Wie komme ich aus diesem Menü wieder raus? Ich habe gerade 5 auf B gedrückt und es hat nichts getan. Okay, warte. Nein, das war falsch. Ach, wie ging das denn nochmal? Techniken. Hier.
Das ist, glaube ich, sick. Das ist auf jeden Fall sick. Das ist auch sick. Und das ist auch sick. So. Super sick. Let's go. Hey, Rob. What wondrous ware! I have found something of fantastic value. Secured. Let us ponder our next plan. Master, Her Majesty Queen Palamina is here, with the arms. What? How? Why? This location turned out to be the source of the water's stagnation. Was this dastardly deed your doing? You should be on your way to the mana tree and out of my fur by now! You put the citizens of Illestana in danger in order to frame Niccolo. Why? Simple. He stood in the way of my ambitions. I would make a much better king than that sniveling brat. This small bit of suffering on the part of the people is necessary to achieve my ultimate goal. You would sacrifice the well-being of the many for the benefit of the few. Gone are the days when Illestana's wealthy could impose their will over the common good. Those with the means should have the right to lay down the law to those who lack it. That system propelled the capital into the prosperity it sees to this day. Perhaps your appointment as Alm is the goddess making her will known. After all, you must give up your position and leave the capital. She is telling you that you, Queen Palamina, are no longer needed in Illestana. There is no higher honor than being chosen as an Alm. You're just trying to make excuses for your underhanded plot. An honor? An honor to throw your life away for a rotten world of filth? You may keep that honor, sir. No matter. Now that you have discovered my plan, you must be disposed of. Just think, a world that has lost all of its alms. What an interesting place that would be. Okay, los geht's. Das Spiel hat Autosaves. Now's the time to act, not think, Palamina. The official Soul Guard, I'll protect you all. Aim for the eyes, everyone. Oh fuck. Warte, vielleicht sollte ich etwas weiter weg angreifen. Was habe ich denn noch? God damn, let's go. Ouch. Gefühlt nutzen die ihre Fähigkeiten halt auch komplett random, oder? Ich stecke in der Krabbe fest und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh Gott, nicht gut, nicht gut. Oh, sick. Also Slay, dass sie ihren Drachen da hinten hinschicken kann. Das ist einfach richtig gut.
Oh, nice. War das nicht irgendwie voll effektiv? Holy shit, ja, das war sehr effektiv. God damn. Jetzt haben wir schon keine Energie mehr, verdammt. Warte mal kurz. Er hat sein Auge verloren! Es ist echt wieder Kampf aus Trials of Mana. Stopp! Ich kann den Shit hier machen. Oh, sick. Let's go! Keine Ahnung, ob das getroffen hat. Ist ein Remake von Type Zero irgendwie angekündigt? Okay, hau mal raus, Mädchen. Slay! The fucking house down einfach! Sind hier noch mehr Flüge irgendwo? Sieht nicht so aus. Fein, dann halt nicht. Oh Gott. Oh, ich habe keine Magie mehr, verdammt. Naja, RIP, was soll's. Sehr cool, oh mein Gott. Ta-da-da-da! Blasted! Curse it all! How could the mighty Full Metal Hugger have fallen? Your schemes end now, Passar. This is the end of your bid for the throne. So you don't have to worry about your trip to the Mana Tree. Fools! You yearn for your own destruction at the hands of the Mana Goddess! It beggars belief! Who's really the fool here? Sounds like the whining of a loser who wishes he were worthy enough to be in all. The alms as pilgrimage is a revered tradition throughout the world. We have been chosen to preserve the future by the fairy and the elemental spirits. Your life is your own to live, not to sacrifice for the sake of others. None of us want to live at the expense of our loved ones. We are their hope for the future. So you're saying that the alms are not tethered to this world with petty desires like life and freedom, but an empty existence. Go! Waste the rest of your short lives traveling to the Mana Tree for all I care. No! He got away. Leave him. Er ist einfach gegangen. Guards to deal with it. What a relief! Thank you all. Undine. Oh, what a horrible mess.
full metal hugger interfered with the water flow, which in turn drained away my power. Let me tell you, it has not been fun. But I believe I have you to thank for punishing those imbeciles in my stead. Thank you, Alm of Water. I came to help not as the Alm, but as the Queen of Illestana. I needed to restore water to my people. I see. Your final act as queen, then. Fairy has told me a lot about you. I can tell by your expression that you've come to your decision, though. Yes. I am no longer wary of abdicating the throne. With this, Niccolo's good name should have been restored. Shall we return to the capital? Er ging gemütlich davon. Oh nein, er ist entkommen. Das ist, come on, so, come on. Als ob ihr ihm nicht durch leichtes Joggen einholen könntet. We can let you know once we get back. Yes, let us return to the capital. So, warte mal, wir haben doch die Möglichkeit zu quick traveln. Aber zuerst müssen wir nach... Oh Gott, ist das kompliziert. Hierhin. There is much about the world that I do not yet know. Das ist richtig, oder? Genau. Pardon me, Hina, but you seem a bit pale. Perhaps we should pause to rest? Oh, no, I'm fine, really. Thank you, Palamina. I shouldn't bother the others. Better keep my worries to myself for now. Mysteriös. Hey, Rosarium. Wappa hat sich den Magen verdorben? Oh no, das ist ja furchtbar. Ich glaube, Wappa war ein Typ. Aber... You've returned! Father, you're all right. Oh... Began flowing as usual, they cleared me of all charges. I was told that Pissar is on the run, but we can consider this case closed. Father, I would like to introduce my travel companions. It's a pleasure to meet the Convoy of Alms, and to see Mew again, Morley Alm of the Moon. You look surprised. Don't you know that nothing escapes these ears of mine? For my part, I hope the rest of Mew Alms and Mew Honorable Soul Guard will take good care of Morley and Palamina. Your Majesty, I'm so happy to hear that you've announced your appointment as the Alm of Water. What do you mean by that? Well, Queen Palamina told me in no uncertain terms to keep her status as the Alm a secret. Usually, the Alm is named with a ceremony by the fountain. It's a big deal. Without the public announcement, everyone assumed that the Alm wasn't chosen yet. She begged and pleaded with me not to tell anyone. I couldn't tell her no. I apologize for my unwillingness, Fairy. Sounds like the Queen's got a stubborn streak. Rosarium, danke für den Sub. Ah, the waters of Illestana are so refreshing. It's good to see you again, Undine. Well, I had to attend my alms ceremony. And I wanted to be sure to thank everyone again for all of their help in the ruins. Now then, Palamina, allow me to explain your appointment as the alm.
you have worked hard to give the people of Illestana a place where all walks of life can come together. You made the capital what it is today. It is the very nature of water to flow. You managed to overcome the stagnated worries in your own heart and move forward. This is no small feat. You have shown the great city of Illestana the truth behind their water woes. And in doing so, you managed to dispel your fears and do your duty as queen. Now then, fairy, if you please. Of course, Undine. Your Majesty, Undine has judged you worthy. Water-wise Queen Palamina, by the grace of the Goddess of Mana, I name you the Alm of Water. It would be my privilege. I promise to ensure the continued prosperity of Illestana by fulfilling my duty as the Alm. Now then, my fellow Alms, I believe we have a journey to complete. The Alms of Light and Darkness should arrive in Illestana shortly. Until then, you all have time to enjoy the capital. See the sights, try the local delicacies. We still get to stay in our rooms at the palace, right? Woohoo! Why do I have to go to the inn? Aw, poor baby. I'm not a baby. I just wanted to stay together. Oh well, I'll try and be on my best behavior for the queen. There is no need to go out of your way. From now on, I am simply Palamina, Alm of Water. Ian, I know that with you on the throne, our kingdom will flourish. I will not let you down. I know you will not. I am afraid that I must leave Ian's ascension in your paws, Niccolo. My debt will be repaid with interest, Muir Majesty. I believe our promise is no longer in peril. I suppose that I might need more instruction on how to govern a kingdom after all. Looking forward to it, Your Highness. And so, the queen was named the Alm. A rare occurrence. But it just goes to show that anyone in the world might be bestowed the honor of joining the pilgrimage, no matter their upbringing. Each Alm is chosen based on their own merits. Will I have the chance to ask Fairy the reason why she chose me?